Hallo, willkommen zu meinem 300 Abo Special Video. Ihr wollt wissen, warum ich so lange inaktiv war, dann bekommt ihr meine Antwort nach dem Intro. Falls euch das Intro gefallen hat, dann lasst es mich unbedingt in der Kommentarbox wissen. Kommen wir aber jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema, und zwar, wieso war ich so lange inaktiv? Ich musste meinen 9-monatigen Zivildienst antreten, weil ich bei der Musterung in Österreich tauglich war. Noch dazu habe ich 10 Stunden bei meinem Supermarkt, bei dem ich meine 3-jährige Ausbildung als Einzelhandelskaufmann zur ersparte Lebensmittelhandel auch noch dazu jeden zweiten Samstag arbeiten müssen, und wie ihr seht, ist das ein sehr großes Arbeitspensum, was in der Woche eigentlich oder auf dem Monat gesehen zusammengekommen ist, und wegen dem alleine schon hatte ich sehr wenig Lust oder wenig Motivation auf YouTube-Videos zu produzieren. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich mit YouTube aufhöre. Nein, Freunde, da ich jetzt mit dem Zivildienst vor ein paar Tagen fertig geworden bin und jetzt meinen 2 Wochen Urlaub antrete, den ich gesetzlich natürlich erwerben kann, bin ich aber in dieser Zeit zu einer Inspiration gekommen, beziehungsweise auf viele Ideen, die was ich mit meinem Bruder umgesetzt habe. Aber das im nächsten Teil. Aber kommen wir jetzt zu meinen Zukunftsplänen. Kommen wir zum Thema Gaming. Ich habe als Titelbild auf meinem Kanal habe ich Gaming und Fitness verzeichnet. Was ist damit gemeint? Mit dem ersten ist gemeint bei Gaming. Bei der Gaming-Szene bin ich eigentlich nur bei dem Spiel RuneScape 3 loyal. Warum? Weil dieses Spiel schon sehr alt ist und ich es schon sehr lange kenne, aber auch schon ein langsam aussterbendes Spiel ist, aber mir persönlich noch sehr Spaß macht und ich meinen Mehrwert in diesem Spiel noch finde. Was will ich euch damit sagen? Es ist völlig egal, was für Spiele wir spielen, solange es uns Spaß macht, und das auch andere feiern oder den Content feiern auf YouTube, dann ist das ja auch okay. Und aus diesem Grund habe ich auch vor einer gewissen Zeit, aber es ist schon länger her, einen Twitch-Kanal aufgemacht, wo ich mich zum ersten Mal gezeigt habe vor der Kamera. Das war sehr, sehr schwer für mich, weil ich eher ein schüchterner Mensch bin, der nicht so sehr offen ist mit den anderen. Aber ich habe es trotzdem hingekriegt, zusammen mit meinem Bruder als Hilfe. Aber ihr werdet merken, falls ihr mich aktiv auf Twitch verfolgt, dass ich da seit sehr, sehr lange nicht mehr was gemacht habe. Auf Twitch mache ich persönlich auch nur was, wenn es mir danach ist, beziehungsweise wenn ich mich dafür richtig fühle, vom Bauchgefühl her. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, dann lasst es mich unbedingt in der Kommentarbox wissen. Würde mich freuen. Aber noch dazu, wo ich ein wenig aktiver bin, ist auf Instagram. Da könnt ihr mir gerne unten in der Videobeschreibung folgen. Da habe ich mein Instagram verlinkt. Könnt ihr ja gerne vorbeischauen und mir ein Follow da lassen, falls ihr meine Arbeit feiert oder mein Content, was ich so aufposte, würde mich freuen. Habe ich auch 2 Videos von meinem Home Gym, beziehungsweise von unserem Home Gym, von mir und Gage. 2 Videos gemacht, wie ich Workouts mache zum Beispiel. Ja, und falls ihr euch gefallen oder falls ihr findet, dass ich die Ausführungen halbwegs richtig gemacht habe. Ich weiß, die Ausführungen waren nicht perfekt. Ich bin auch am Anfang noch ein ziemlicher blutiger Anfänger. Aber ganz ehrlich, jeder Meister war mein Lehrling und jeder Meister wird zu seinem Lehrling sagen, hey, keiner ist vom Himmel gefallen. Oder? Wie seht ihr das? Wenn ihr es auch so seht, dann lasst es mich unten in der Kommentarbox wissen. Aber jetzt zu meinen großen Inspirationen. Natürlich ist es auch mein Bruder, der was zusammen mit mir das Home Gym errichtet bzw. erbaut hat. Der mir auch eine große Motivation dazu gezeigt hat, dass ich nicht alleine dastehe, sondern einen gemeinsamen Gedanken mit 2 Personen habe, also mir und ihm zum Beispiel. Und ich sehe viele Menschen, die viele Wege oder viele Ziele in ihrem Leben haben und sie alleine meistern. Und das muss nicht sein, man kann auch vieles zu zweit meistern. Klar, es gibt gewisse Ziele, die was man auch allein erreichen muss, aber die hauptsächlichen Ziele, was man erreichen kann, kann man auch zu zweit erreichen.
Aber ja, kommen wir jetzt wieder zu den großen Inspirationen von mir. Woher nehme ich meine große Motivation, dass ich überhaupt auf diese Idee komme oder auf diese Motivation, die ich jetzt in mir habe, um abzunehmen oder um Muskel aufzubauen? Welchen Zweck erfülle ich damit oder welches Ziel will ich damit erreichen? Zu meinen großen Motivationen gehört ganz, ganz klar Sascha Huber. Er ist ein österreichischer Fitness-YouTuber, der anfangs eine sehr, sehr kleine Reichweite hatte und sich jetzt teilweise über 1 Million befindet, was er sich auch zu 100% verdient hat durch seine harte, harte Arbeit in seinen Videos, wie man immer wieder sieht, mit seinem guten Entertainment, was er macht, aber auch mit seinem Like-Verhältnis, was er auf seinem Kanal hat und so weiter. Was ich damit sagen möchte, er hat ja komischerweise ein paar Meter von mir gewohnt. Ich habe ihn auch im Supermarkt getroffen, weil er auch ein, zwei Mal einkaufen gekommen ist. Und er wusste durch meinen Bruder, dass ich Gaming-Videos mache. Und er fand sie auch gut. Und das hat mir auch richtig viel Motivation gegeben, weil von einem großen YouTuber was zu hören, das war auch sehr, sehr selten. Und das noch vor dem Gesicht. Das hat mich echt gefetzt. Und aus diesem Grund habe ich aus dieser Motivation richtig das innere Feuer in mir entfachen lassen. Oder diese Entscheidung von mir war ein großer Faktor, dass ich dieses Home Gym zusammen mit meinem Bruder durchgezogen habe. Ich hätte im Endeffekt sagen können, nein, es ist mir zu teuer, weil ich bin im Real Life bin ich ein Sparfuchs. Wenn ich so ehrlich bin vor der Kamera, der wirklich auf jeden Cent und auf jeden Groschen schaut und umdreht. Aber man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Also kommen wir jetzt zum Ende dieses Videos. Falls euch das Video gefallen hat, auch wenn viele Sprachfehler drin waren, ich weiß Leute, am Ende zeige ich euch noch ein paar Fehlaufnahmen, die Gagi aufgenommen hat. Und dann würde ich euch sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht euch nicht so viele Gedanken wegen dem Lockdown, der was jetzt in Österreich ist. Es wird alles wieder vorbei sein. Das ist alles nur eine Illusion und lasst euch nicht unterkriegen. Warte mal, stopp nochmal. So Leute, das war's jetzt vom 300 Abo Special Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen hoch zurück und eine positive Bewertung. Aber es würde mir auch gefallen, wenn ihr gerne zu diesem Video sachliche Kritik da lässt. Sachlich natürlich. Der was nicht sachlich in meinen Augen schreiben kann, den werde ich als Kommentar gar nicht zulassen. Das soll nicht heißen, dass ich nicht kritikfähig bin, sondern man kann alles sachlich kommentieren und auch diskutieren. Und wir sind ja keine Unmenschen. Also, wenn ihr der großen Lil Army beitreten wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und das könnt ihr mal einfach machen in der Endcard bei diesem Kanalsymbol, was jetzt gleich erscheint. Lasst es euch gut gehen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.